Guten Abend, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei 3 vs. Wild, zurück im Force Imperium 8.0 mit dem Beppi in Schwabe. Wie hieß denn der überhaupt, der Schwabe Beppi? Schwabenfanel! Und der Günther! Hallo! Und irgendwo ist doch hier auch der Unternehmer, der muss doch hier auch irgendwo rumschleichen. Hast du den mal gesehen, Günther? Nö. Horst Köhler! Wie hieß der? Horst Köhler! Horst Köhler! Nee, der hieß Horst Günther! Nein, so wie der ehemalige Bundeskanzler. Der Köhler, steht. Oder Kohl? Helmut Kohl! Der hieß, glaube ich, Kohl! Was hat er gesagt? Ist Köhler? Horst Köhler! Nee, der heißt Horst Günther Koch! Horst Günther! Nee, Koch! Koch! Ey, wenn die ganze Bäume gefällt, Alter, das ist ja nicht mehr... Wo ist er denn? Das müssen wir euch denken. Wo ist er denn? Och, Mensch. Da hinten! Hier steht er bei mir, Ich seh euch nicht, wo seid ihr? Hier bei den bei den Rehen. Hallo. Hallo. Hier, Horst Günther, grüß dich. Ja, moin. Sag mal, was machst du hier? Ja, da weiß ja, ein bisschen den Boden bearbeiten, nicht? Ja, das ist, ja, die Bäume hier, die kommen weiter weg. Wir sind gerade am, richtig voranmarschieren hier. Ja, ein bisschen hier okay. Zapzerab und noch. Ja, richtig Zapzerab gibt es jetzt hier. Aber volle Hütte. Oh, ah, schön. So, na gut, gut, alles klar. Die Ladung ist voll. Wollen wir erstmal wieder nur noch mal gucken, ob der Schwabe das aufgeladen hat? Gesundheit. Ja, danke. Mei! Ja? Ich habe einen Schwester, die sich im Spätzle informiert. Ja? Die auch unten zu einem Holzdeckel steht. Ich weiß! So, jetzt reicht's mir. Ein Holzdeckel! Hier! Du machst jetzt einen Deutschkurs. Du machst gleich einen Kurs, wie man gut ausschaut, du hässliche Fratze. Boah. Ah, der hat aber auch immer einen zurück, gell? Wollt du die jetzt duellieren oder was? Hä? Du okay, wollt ihr das jetzt wirklich machen? Spezi! Wollt ihr das jetzt wirklich machen? Komm her, zack! Rasier dir den Bart damit! Stopp! Ich fahr das Holz runter! Also. Du hast mich verbrannt! Oh Scheiße, stimmt! Warte, ich mach das mit Heilung, mit der Macht! Okay. Ja, ich spüre, wie die Haut zusammenwächst! Ja! Wollt ihr mich eigentlich ein bisschen verarschen hier mit der Macht und hier die Schwerter und alles? So, aber habt ihr zu viel ich hab die Macht! Weißt du, was du machst? Ich fass es nicht an, pass auf! Konzentrier dich, du schaffst das. Konzentrier dich. Alter, was macht der da? Was macht der da? Mit der Mordbeute! Jawohl! Mach weiter, mein Padawan! Mach weiter! Hüter, geh weg! Und? Wie machst du das? Du bist Alter. Mit der Mordbeute! Du bist bereit. Das macht aber ganz schön Eindruck. Du bist bereit für die Prüfung. So, können wir jetzt wieder runterfahren und was hast du jetzt mit was? Ich habe den Spätzle aktiviert, wie ganz Sägewehr. Für ein Kasten Bier. Oh ja, und er gesagt, ja, kann er mal, wir bauen einen Strom für die Sägewehr. Pass auf, jetzt haben wir einen stationären Holzhäcksel und wenn wir das Holz verkauft haben, dann macht er unser Ding. Also heute zum Mitten können wir Strom machen und dann bauen wir unser Sägewerk hin für 3 Kästen Bier. Damit du das auch verstehst, du so, warte mal ganz kurz. Jetzt hab ich mal eine Frage. Ja komm, ey, dann pass auf, wenn der das da unten hingebaut hat, dann fahren wir jetzt mal runter zusammen. Dann nimm mir mal den LKW und dann fahren wir mal hier runter jetzt. Da bin ich auch mal gespannt. Ich nehm das fette Büst. So, ja, da bin ich aber jetzt wirklich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ey, ich muss aber auch nicht den LKW mitnehmen. Dann lass doch den LKW nehmen. Was hast du auch? Das stimmt. Ich park schnell. Ich bin hier nur mit 43 km unterwegs. Pass ein bisschen auf, die rechte Spur ist blockiert. Mach mal lieber den Warnblinker, Lara. Ich glaube, es liegt aber nicht an der Spur, sondern eher an dir, dass du ein bisschen blockiert bist, gell? Was heißt denn, dass ich ein bisschen blockiert bin? Du bist ein bisschen blockiert. Ja, weißt du was? Ich tu dir gleich mal zeigen, was blockiert ist. Nämlich dein dritter Nackenwirbel, wenn ich meinen Karnickel Fangschlag an dir gemacht habe, mein Freund. Wenn du so weitermachst. Mein Freund. Ja? Wollt ihr mal wieder machen? Mein den Freund. Den Wutzi Fingergriff! Was? Oh ne. Nicht Konfuzius Fingergriff. Ja. Als ob du Konfuzius Fingergriff wärst. Also irgendwie ist das ganz schön wild da. Hilfe! Hallo? Hilfe. Hallo? Hallo? Was ist wild?
Ja, das hat gerade ein bisschen gehangen bei mir. Weg, du Decker, der Hunde! Seid ihr nicht sauber? Junge, ja, ich hab geduscht. Du kannst sogar nicht die Kurve einschalten. Oh. Oh, nee. Oh. Ja, nicht, bitte, nicht den Volvo. Nicht den Volvo. Ich hab gedacht, wir fliegen. Ja, ich hab mir auch gedacht, aber ich will ein bisschen fly. Kannst du wirklich einen Bluetooth-Finger griff? Kannst du mir den zeigen? Ne? Ich glaub gar nicht, die Straße ist gesperrt. Was machst du, Idiot? Das ist so ein Hundling. Denn du stellst dich auf der Brücke quer, sag mal, geht's noch? Was ist ein Hundling? Ja, das war gesperrt. Ein Hundling ist ein Saupreis. Ja, gesperrt sich aus wie ein Weißt du einfach, wenn du es gerne wärst, bist du hier der Dorfscheriff oder was? Nein. Ja, nein. Dann hör doch auf hier. Immer arme Holzarbeiter zu Die Leute haben zu mir immer gesagt, ich bin der Dorftrottel. Aber ich weiß nicht, was ich meine. Oh, Scheiße! Nein! Nein, andere Seite! Ballungsjahr! Kein Problem! Gott, der will das nicht, ja, dann hat er das gesehen, Junge? Diese mentale Kontrolle übers Holz, die hat nur einmal gedreht. Das hab ich gemacht mit der Macht, verstehst du? Die hat nur einmal Fred die mentale Kontrolle über sein Schild. Oh, I'm happy. Da bin ich erst und einlenkt. Kann ich jetzt eigentlich. Oh, da hat er wohl ein Autogramm, gell? Ja, der hat aber auch eindeutig die Vorfahrt genommen. Wo bist du hin? Abkürzung. Du brauchst überhaupt nicht vorne wegfahren, um zu verdecken, was der Schorschi da vielleicht für eine Scheiße wieder gemacht hat. Ui, was hat denn da gebaut, ey? Dabei ist der Anhänger beladen worden, der Schwabe fleißig. Ja, der ist immer noch fleißig. Der ist voll. Echt jetzt? Ja, der ist fast voll. Geile Scheiße, ey. Den haben wir so über den Tisch gezogen. Ja, der kriegt gar nichts. Ja, der bisschen weiß, müssen wir den Preis geben. Ja, okay. Ein Gleichfutzen kriegt er, okay? Ja, da hat voll gemacht. Seid wieder zurück. Ja, da sind wir wieder. So, schau mal her, was du hier ist. Ich kleb hier fest. Ach du Scheiße. Das ist ja nicht mein Problem. Das ist irgendeine Cola. Ach, guck mal hier. Rein voll auf die Flander. Auf den anderen Sitz, Spezi. Auf den anderen Sitz. Das ist gehört ein Hüsch. Soll ich mal kurz schütteln in den LKW? Das rauscht fest. Ja, bitte. Oh. Ah, ja. Bin rausgefallen. Ich schau mal hin, was er da hingebaut hat, hey. So, jetzt hab ich mal eine Frage. Das hat er jetzt hier hingebaut? Ja. Hey, warte mal, hier ist ein Stück Holz. Kannst du es jetzt hier reinwerfen? Ja, da, warte, ich mach das Ding mal um, Moment. Mach mal ein. Ja, leg hin. Ich glaub, das ist zu klein, das Holz. Echt jetzt? Hey, ich bin bei warte mal, vielleicht müsste es hier hin. Oder so. Ah ja! Weg ist es! Und jetzt wird es hier gehäckselt, oder was? Wir brauchen mehr. Wie mehr? Wir brauchen mehr. Wie viel brauchen wir denn? Ja, nein, hau das kleine Holzscheißdreck, das macht doch gar nichts. Ja, warte mal, da fährst du mal hinten ran. So, und was macht der jetzt hier, der Hacker? Ja, der macht das Holz. Ach, der macht das klein. Ja, der häckselt die Scheiße. Ja, und dann, was wollen wir denn mit gewechselten Holz? Kannst du das machen? Ja, kurz. Deswegen brauchen wir den Heizomat, der macht Strom für Sägewerk. Ach, da müssen wir doch ein Heizomat bauen und ja, dann klar. Produzieren wir Strom und dann können wir Sägewerk betreiben, oder was? Ja, und ein bisschen was verkaufen, wenn es dumm. Okay, das klingt gut. Unabhängigkeit, das ist aber ja nicht so gut, was du gerade machst. Nein, das ist nicht gut, aber das ist ja quasi nichts anderes gewohnt von dir. Deswegen passt das. So, Moment, ich muss ja einmal hier ran. Oh, das schaukelt mir auch alles ein bisschen zu sehr heute. Vorsicht! Oh, jetzt hat dein Gülli überfahren. 18 Wochen krank. Oh, Digga! Unfassbar. Der gut, ab 6 Wochen gibt's Lohnkürzung. Ach, das ist so eine Scheiße, ja, ey. Er fährt doch einfach vorwärts drauf, ich weiß nicht. Nein. Und das muss ich wieder beweisen, für das? Ja. Er will ja nicht immer so beweisen und das ganze Mal und im Endeffekt macht er wieder nichts, für das? Moment, genau. Ich probier. Da ist er her. Was? Wo ist das ganze Holz hin? Ja, abgeladen. Wie abgeladen? Ja, der hat einen automatischen Kran. Der zückt das rein. Ja, und jetzt? Und jetzt produziert er. Jetzt geht's scharf hier drin, oder was? Jetzt geht heute scharf da drin. Und wo kommt das denn raus? Der ist ja schon Hackschnitzel rausproduziert. Na, hier kannst du es aufladen, hier, glaube ich, oder? Im Container, oder? Ja, hier. Ja, genau, hier kannst du es am Container rausholen.
Da brauchen wir quasi im Radlader gehen und eine Scheibe kaufen und du kommst umladen in Heizomaten. Was? Ich habe eine Frage. Ja, komm, dann lass uns mal hier, dann helf mir mal hier. Komm, lass so raus. Das kleine Zeug noch mit dir hochzutragen. Ich spiele Holzfäller und Indianer. Wir siegen um die Wette. Schau mal, das ist ja Hightech da, Hanna, Schnapperleck. Schnapperleck, was machst du schon wieder? Schnapperle, ich bin kein... Ach, Schnapperle. Ich bin kein Pole, aber ja. Schnapperleck, ach ja, stimmt nicht. Naja. Ich hab da ein bisschen aus wie ein Polack. Der staut sich ein bisschen. Guck mal, wie groß meiner ist. Wahnsinn, ey. Du, dein Gerät hast du da irgendwie Ich hab meine Frage. Meine ist kurz, aber dafür dünn. Ich hab meine ernst gemeinte Frage. Ja? Ja, ist kleine Riesche wie großer, gell? Ich hab meine Frage. Was denn? Und du hast jetzt ein Kasten Bier dafür bezahlt, ja? Also für dich ein Kasten, für den Heizomat ein Kasten, ein Dragenholz des Liebigs. Und für Sägewerk. Wie heißt das? Dragel. Ein Dragel. Und für Sägewerk brauchen wir drei Dragel. Und jetzt hab ich mal eine Frage. Ja. Der Dragel hat so ungefähr 35.000 Euro kostet? Nein. Okay. Ey, stimmt! Ich bin nur so aufgefallen auf unserem Geschäftskonto. Ja, nein. Happy? Ja, okay, er hat den Auftrag gemacht. Tut mir leid. Oh, warum liegt schon sein Hand? Ganz ehrlich, ey. Ja, aber jetzt haben wir doch alles da. Ich hab das mit dem vereinbart. Das ist ein super Preis. Ja, was ist denn das? Ein super Preis? Hä, für stationär Holzdeck für 3.000 ist doch gar nichts. Ja, toll, stationär, hier steht ein Container, hier steht ein paar Dinger zusammengeschwäst und... Ja, und das muss halt gezahlt werden, was ist denn jetzt mit dir? Oh, nee, ey. Ganz ehrlich, ich fahr jetzt das Zeug hier verkaufen, ey. Jetzt hab ich die Leute voll, hier muss ich mal wieder ein bisschen Kohle reinkommen. Ja, wir brauchen nämlich Geld für ein Heizomat, ungefähr 40.000 Dollar. Wie viel? 40.000 Dollar? 40.000? Ja. Für ein Heizomat. Ja, das Ding, aber nicht mehr. Ding, weißt du, was das Ding da an Geld einbringt, Spezi? Was kommt denn da rein in den Heizomat? Ja, die Hackschnitzel, die wir da produzieren. Die Hackschnitzel? Und dann machen wir Strom. Mit dem Strom können wir Sägewerk bearbeiten. Könnt ihr mal gucken, ob drüben in den Holzlager noch was drin liegt? Ja. Lager? In dem Holzlager. Lager? In dem Holzlager. In dem Lager schauen wir rein, gell? Ich schau hier mal rein. Ja, scheinbar ja, da. Ja, hier ist noch was drin. Ein Holzscheitel. Ja. Also bei mir ist 6% drin. Aber soll ich die da reinschmeißen in Heizomar? Nee, guck mal, ob die Scheitelprodukt. Nee, wir haben doch das Holzlager. Neben der Scheitproduktion. Ja, ich schmeiß mal rein. Dass wir das wieder auffüllen, vielleicht. Dass das weiter Holzscheitel produziert. Wisst ihr? Das meinst du. Ja. Ach so. Ups. Jetzt ist den Häcksler reingeschmissen. Aber gut, passt. Nein, in die Holzscheitelproduktion. Du bist also der Scheitel. Ich zieh dir gleich einen Scheitel. Das bringt uns erstmal hier die Kohle. Wir wissen den Heizomat bezahlt, wenn wir keine Holzscheitel haben zu verkaufen. Hä? Ist mein Problem. Mit Luft und Liebe. Wie ist dein Problem? Ist unser Problem. Au. So. Aber wie viel Holz haben wir noch da? Ja, das sind noch ein paar Dinge. Das ist gut. Na gut, dann hau die mal da rein, ich geb hier mal ab. Ja, weh, Finger weg vom Geschäftskonto! Würde ich doch nie machen. Happy? Ja? Wenn du noch was kaufen solltest, bitte lass so 600 Euro drauf. Ja, ich wollte heute die neue PlayStation kaufen. Au. Ja klar. Ich hab da ein paar Stimmen zu gekauft. Aber sag's nicht Money, ne? Nein, will niemand. Manny! Hier sind noch mehr, komm! Oh. Echt, oder? Ja, da war ja doch gerade unten für Scheiße. Ach, da hinten, du? Nein. Das ist leer. Das ist leer und das ist leer. Nee, guck, da kommt noch raus. Okay, ich nehm den. Uah. Nicht genug Holz im Lager, um einen Stamm rauszugeben. Ah, hier, guck mal. Zack, hier ist noch einer. Wo ist denn das hin hier? Ich hole hier alles raus. Aus den letzten Ritzen ziehe ich das. Ey, genügt die Kohle.
Happy? Ja. Wollen wir Feier machen? Wir gehen jetzt ein bisschen chillen, verstehst du? Da warten, bis der Ding da ist, da machen wir weiter. Und dann kann ich sie nicht beschweren, verstehst du? Ich habe nämlich eine geile Idee. Wir gehen jetzt ins Dorf. Titanic 2? Ja, wir gehen jetzt ins Dorf, dann suchen wir uns irgendwelche herunterkommenden Skater, kaufen ein bisschen Gras und dann schieben wir das den Schwaben unter. Und dann rufen wir die Polizei. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Dann ist er weg, der Schwabenfandel. Und dann klauen wir sein Fahrrad. Das glaube ich jetzt schon. Ey, was machst denn du da mit meinem Fahrrad? Gar nichts! Ey, bleib mal da! Nein! Sag mal, da ist mein Holz. Da ist mein Holz noch drauf! Das ist unser Holz! Bleib stehen! Leck mich! Stopp! Nein! Halt an! Nein! Wenn ich dich verwisch, ich sag's da! Ja, wenn du mich verwischt, dann hat mich verwischt, gell? Peppi, du musst aufpassen! Das Rad vorne hat eine 8! Ja, ich merk grad ein bisschen. Ich kann nicht mehr. Komm, Schwabe, ich trinke 5 Gäste am Tag und geschafft hat noch. Oh. Ich bin on the road again. Bleib stehen. Peppi, wo willst du denn hin? Ey, das ist der Spätzl, Moment. Halt, nehm ich mit. Wer war das? Das ist der von dem Heizomaten. Heizomaten, Dieter? Ja. Nimm mich hinten drauf. Ich überfahr dich. Und drüber gefahren, Scheiße. Warte, kann ich da mitfahren? Nein, kannst du nicht, du bist rein. Warum nicht? Häng dich dran. Ich versuch es. Bleib stehen, du Kribbel. Ich kann nicht bremsen und kippen und holt das Ei. Los! Ja! Ja! Oh, Scheiße, ich bin auch nicht gefallen. Ich bin vom Lenkrad gefallen. Jetzt! Gleich hab ich die, sag's doch! Jetzt! Dein Gesicht hat die Eier geholt! Ey! Jetzt! Los! Oh, man ist wieder da! Ich weiß, was mir gerade passiert ist! Was denn? Ich bin gerade bestimmt 2 Kilometer in der Luft geflogen! Ja, das ist wieder. Das hast du mich schon wieder genommen, hä? Mit dem Holz. mit dem Holzdings hier, mit dem Holzscheit! Manni? Ja? Hier ist irgend so ein Heizomaten-Dieter. Der Heizomatenvertreter ist da. Wie, der ist schon da? Ja, den hab ich gleich angerufen. Das geht's doch nicht mehr auf dem Konto drauf. Ja, easy peasy. Aber jetzt mal ohne Witz, hat sich das gelohnt? Ehen Anleger, sag ich nur. Ja, wir müssen das mehr machen. Wir bauen mir alles, alles Blatt heute. Ach Quatsch, ist ein Ding. Bist du jetzt lustig oder was? Ich wollte es ja nur sagen. Ja, mit Arbeit kann man Geld verdienen. Das ist ganz was Neues, oder? Ey, wir müssen einmal schauen, dass wir Aufholzungsfläche machen, verstehst du? Was meinst du damit? Schwabe! Ja, wir holzen immer nur ab, aber für die Umwelt müssen wir wieder aufholzen, verstehst du? Ja. Super schlecht. Es tut mir leid, ich hab mich echt erschrocken. Aber lass uns erstmal fertig abholzen, bevor wir aufholzen. Da geht doch Holz da hier in den Town. Ja, ich hab eins. Jetzt haut es doch noch weg hier. Welche Town? Jetzt guck dir das mal an, lass Alter! Mal 40.000 Euro an ihm Anhänger! An ihn Anhänger! Juli! Nimm das Holz! Ich weiß, werf rüber! Ja, nimm! Ich komm zurück! Nein! Ey. Doch, ich hab's! Peppi, los! Ja, lauf weg! Peppi! Mein Hals wieder her! Peppi, fahr! Wirf zu mir! Ja! Woo! Oh, wo hab ich's? Da ist er! Hundling, Hunde! Ich nehm gleich den Ei und schlag den anderen damit her. Nimmst du Ei? Nimmst du deinen kahlrasierten Kopf dafür? Oder wie ich nehm gleich deinen kahlrasierten Kopf. Richtig, kahlrasiert, weil mir wachsen noch Haare, du Blatt. Doch mal deinen Helm runter, da wird man schon sehen. Güni, fang! Wo bist du? Warte! Was ist denn da los? Wo bin ich? Ich hab's verloren! Ah, er hat's! Nein, los, hinterher! Ey, was macht denn ihr? Ey, Vorsicht, du Fahrer! Ist das so hin? Der tut so weg, der Schwabenfandel. Ich hab den Schwabe dort gefahren. Dann brauchen wir ihn doch nichts unterjubeln. Keine Sorge, der Schwabe, der geht jetzt vielleicht drauf. Also. Schwabe, hör auf zu simulieren! Warte ganz kurz, ich sicher das Holzstück. Oh, da ist das. Ja. Ey, das war mein Holz. Oh, wer ist er denn? Oh, hey, oh, wieso nur? Gürtel, Tüte! Ey, Tüte!
Hallo? Tüte! Ey, Hohe, Tüte! Was machen wir denn jetzt mit dem verletzten Schwarm da liegen lassen? Ey, können wir her, doch, warte mal, da vor drin aus da. Geht's? Danke, Jungs. Wir bauen heute zum Essen. Schnäpperle, geht's? Oh, ich mein Bein tut weh. Ja, ist mir schon bewusst, ja. Ja, ich hab angerufen. Ja, hallo, wer bist du? Der Dieter? Oh, der Schorsche. Ja, der Schorsche hat Jack gesagt, oder? Ja, hier ist Schorsche. Oh, genau. Das ist der Tüte? Ey, Günther, guck mal, der kann kaum laufen, aber Hauptsache schleppt das Holzstück weg. Oh, ja, heute zum Morgen, Dieter, mein Name, Günther. Heute zum Morgen, Dieter? Ja, heute zum Morgen, Dieter. Hallo, Herr, heute zum Morgen, Dieter, ich bin der Manfred. Manfred Küre, die meisten nennen mich auch Manni. Hallo, Herr Küre. Oder Saupreis. Was? Ja, Saupreis ist das, für was du hier einkaufst ständig. Das ist ein Saupreis. Ein Saupreis ist das nicht, das ist ein absolutes hochwertiges Produkt. Thanks! Sieht du! Ja, und wo ist das Ding? Na, ich bin hier, um zu gucken, sagen, wo das Ding hingehört. Die müssen mir jetzt sagen, wo die Sieg hört, dann bau das. Ich habe jetzt erstmal geguckt, wo ihre Hackstützelanlage aussieht. Das ist ja jetzt nicht die beste Qualität, ne? Ey, es ist super Qualität! Sag ich doch! Alter, die Technik! Komplett überteuerter Container wieder. Oh, der kann kaum laufen, Hauptsache der hat das Holzstück in der Hand. Das gibt's doch gar nicht. Das sind die Schwaben. Also, okay. Aber da habe ich bestimmt was für euch. Das so da. Können wir das so da herstellen? Da, hier? Wo? Ja, da oder auf der anderen Seite? Oh, hier. Oder auf der anderen Seite ist auch gut. Oh. Oder hier drüben hin, ist auch gut. Da hier. Ach, wo ist das? Wir müssen dann hier eben einen Zaun machen wegen Bach. Was sagst du? Was war mitten die ganze Zeit? Ja, okay, der achso, ja, und jetzt, ich will dir mal eine Heizung. Da kommt da ganz darauf an, wo du am besten Billard spielen kannst. Mit der rechten bin ich ganz gut am Start. Hey, wie ist denn jetzt gleich, wie ist denn das Billardspiel, das da reinkommt? Ja, verstehe ich auch nicht. Also, pass auf, wir brauchen da die, so ja, das also kleine Heizmatten-Modell. Ja, rein, dass wir die Hackschnitzel kurzen Weg, zack, zipp, zipp, darüber und dann Strom, zack, bums, geht bin voll. Oh, also wolltest du Strom machen damit? Wir wollen das dann einschmeißen und dann da drin liegen lassen. Natürlich, wir brauchen so Tellerkläser. Wir machen halt Heizung, wa? Das ist wahr. Wir wollen Strom. Ist gut, da muss noch ein Generator dabei. Im Moment, da wird dann noch mal klein, ein bisschen teurer. Was? Augenblick. Ich mach gut Kohle, die Teil. Ich hab meine Frage. Ey, Schwabe, kannst du mal schnell einen auf Gürzifix? Vielleicht kann man ja ein bisschen was unter der Hand machen. Wisst ihr, wie ich mein? Beim Heizermann, du glänzt ein bisschen unter der Hand, wisst ihr, wie ich mein? Boah, das sieht gut aus, ja, das passt doch perfekt, ja. Ja, warum nicht? Dann sollen wir noch einmal probieren, dann kriege ich jetzt einfach vorbei. Wo sind wir jetzt hier? Moment, ich muss mal gucken. Ja, sag doch mal, wie viel ich mein Zollstock raus, ohne einen genauen Augenblick. Entschuldigung, Glieder. Ich hab auch noch einen Zollstock, kannst gleich vier mit rein. Eins, Schritt, drei, Schritt. Vier Schritt. Baby, ich bin gut im Verhandeln, das läuft. Schritt, das ist ein guter Mann. Drei Schritt. Drei Schritt. Baby, das funktioniert. Das ist ein guter Mann. Ich bin gut im Verhandeln. Also, ich bin. Du sagst ne? Nein. Was müssen wir für Schritte haben wir jetzt? Sagen wir mal. Ich bin zu den absolut hochprofessionellen Entschluss gekommen, dass das Gerät hier hinpasst. Oh mein Gott, hat er gerade gesagt, hochprofessioneller Entschluss? Ich kann ja die anderen Dinge da anmurbeln, der andere Humpel mit seinem scheiß Knüppelbein. Das ist nicht mein Liedentruppe, aber komplett, Alter. Das kannst du nicht erzählen. Geh mal weg von mir da. Der steckt vielleicht noch an. Hör auf, der steckt vielleicht noch an. Na gut, ey, pass auf. Soll ich was sagen? Ja, bitte. Ich bring mir gleich in die Hose. Bestellt. Ist bestellt? Ja, bestellt. Ist bestellt, Bruder. Ja, bestellt. Oh. Könnt ihr mal die Schnauze halten? Ich weiß nicht, ja. Ja, pass auf. Du kannst ja wieder dann rund 50.000 Euro machen. Und dann natürlich ein Aufbauerblick bei Ihnen. Natürlich, das ist mir klar, aber... 50.000 Euro.
Das sind wir hinkommen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, also. Nein. Der Bepede hat ja schon irgendwas mit der Schorsch hier aus. Jetzt hör doch mal auf, ja. Das machst du, du siehst das doch ins Lächerliche. Ich schwöre, jetzt geh mal weg, bis du bei mir bist, das übermorgen. Na gut, ey, pass auf, nee, machen wir so. Verdammte Scheiße, bei so einem Ding habe ich mich noch nie so sehr nicht konzentrieren können, verdammt nochmal. 50.000 haben wir nicht, 40 können wir nur zahlen. Gibt's nicht, 50.000 Ende. 40! 50 Ende. 42. Schwabe macht Pause. 48. 43. Ey, Schwabe, dann übernimm dich nicht bitte. Komm, wir treffen uns noch mit den 45, da sind wir bitte zufrieden. Ey, komm mal zu dir, was gibt's denn? Dann 46. Okay. 46, 50. Oh. Ne, dann 46. 46, 50. 46, 50, ja. Ja, pass auf, 5, 4, 5, 8, 20. Ja gut, alles klar. Na gut, dann machen wir so. In diesem Sinne, abgebockt, heiz zum Out. Dann haben wir das Ding bei dir hin. Ja? Gut. Ja, Baby, ich weiß, kein guter Mann, ich sag's ja. So, in diesem Sinne, so machen wir ungefähr... Was? 12 Wochen. Ich hab jetzt gar nichts verstanden. Was zahlen wir jetzt dafür? Ich weiß selber nicht. Wir sehen uns so nächste Folge wieder. Lass es nämlich aber schon gefallen. Lass es nämlich schnell und wir sehen uns mal raus. Bis dann, ciao. Tschüss.